Ich möchte einmal zeigen, wie man Punktrasterpapier selber erstellt. Zunächst einmal lasse ich die Gitternetzlinien anzeigen und zeichne einen Kreis in beliebiger Größe. Und hier ändere ich jetzt mal die Werte auf 0,05 und ändere die Farbe einmal hier. Ach so, das kann ich jetzt. Die Farbe kann ich einmal hier ändern. Einmal auf dunkelgrau und hier auch Linienfarbe auf dunkelgrau. Und jetzt möchte ich das hier einmal genau auf den Schnittpunkt setzen und sehe, das kann man nicht so richtig gut sehen, weil diese Kreise da so ein bisschen die Sicht versperren. Und deswegen ändere ich einmal das Format auf Speichern unter. Und speichern wir mal auf dem Desktop das als Punktrasterpapier und ändere einmal das Format in das 97 bis 2003er Format, weil auch das Raster hier in dem Format irgendwie fehlerfrei arbeitet. Und jetzt zeige ich mal auf Weiter. Und jetzt sehe ich hier, gleich ändert sich das, wenn ich hier raufklicke, dann habe ich hier vier graue Punkte und dann kann ich ein wenig besser navigieren. Ich nutze hierfür jetzt aber auch die Steuerungstaste und die Pfeiltasten auf der Tastatur. Und das sollte jetzt ganz gut aussehen. Und wenn ich jetzt einmal ein Quadratzentimeter zeichne, dann achte ich erstmal darauf, dass hier nicht genau ein Zentimeter gezeichnet wurde, das kann ich ändern und navigiert das jetzt auch mit den Pfeiltasten an die exakte Position. Und wenn ich das jetzt gruppieren würde, also dann wäre es nicht so leicht damit zu arbeiten, weil auch hier jetzt die Größe sich verändert hat. Weil dieser Punkt mit dazu gekommen ist und deswegen ändere ich das jetzt einmal und sage Ungroup oder Gruppierung aufheben und pack das jetzt hier direkt in den Hintergrund, und ändere jetzt einmal nochmal die Konturfarbe vom Formatieren hier auch auf Weiß und das Ganze kopiere ich jetzt und fange an, hier hinten zu bauen und nehme jetzt auch wieder die Tastatur, um das direkt auf das Raster zu legen und dann kann ich hier duplizieren. Hier zeichne ich erstmal, dann mache ich 8 da draus. So, 16 in einer Reihe. Das Ganze kann ich jetzt auch gruppieren und dann einmal nach unten duplizieren. So, jetzt habe ich erstmal genug. Und dann kann ich hier mit dieser Freihandform super Figuren zeichnen, um dann mit Schülern über Flächeninhalte zu sprechen. Also erstmal dieses Konzept, dass ich hier ganz viele Quadratzentimeter drin habe. Das mal bis hierhin. Hierhin. Und jetzt ist die Form geschlossen. Und dann kann ich sie hier auf mein Punktraster ziehen. Auch eventuell noch mit der Steuerung und den Pfeiltasten navigieren. Und hier auch nochmal auf durchsichtig stellen, also keine Füllung. Und dann kann man gut hier darüber sprechen, wie diese Fläche mit einzelnen Quadratzentimeter gefüllt wird, wenn man hier Linien einzeichnen lässt. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.